Also das ganze Ereignis ist einfach auch ein fatales Bild für den Schutz unserer kritischen Infrastruktur. Dieser zentrale Hauptstadtflughafen gehört natürlich dazu. Und da muss man schon sagen, diese Angriffe auf die Infrastruktur, dass die so einfach möglich scheinen, das muss dringend nachgebessert werden. Das ist ein klares Versäumnis. Aber es hat auch eine ganz neue Qualität. Das ist ein beispielloser und wirklich skandalöser Vorgang. Hier braucht es jetzt knallharte Antworten. Und man muss sehen, dieser Vorgang zeigt, dass die Warnungen von CDU und CSU vor einer immer weiteren Radikalisierung dieser Bewegung völlig richtig sind. Die Innenministerin muss jetzt einfach alle Register ziehen. Dazu gehören auch Mittel des Vereinsrechts. Hier darf man jetzt nichts mehr kleinreden.